Das Insta-Model Diamond lernt den Social-Web-Star Steve kennen und tut alles, um mit ihm zusammen zu sein. Mit Tittenbildern. Ich konnte es kaum glauben. Er ist mein Seelenverwandter. Aber wenn ich ihn live treffen will, kommen nur Ausreden. Die kennen sich. Werden wir verarscht? Damit hatte ich nicht gerechnet. Er schreibt, auf dieses Gespräch habe ich gewartet. Das wird dramatisch. Fick dich doch. Danke. Gerne. Was für eine Milchalternative ist das? Mandel? Mandel ohne Zucker. So wie du das sagst, ist Milch keine Alternative mehr. Nicht schlecht. Ich komme mir vor wie in einer Reisewerbung. Bei einem Hotelfrühstück. Genau wie im Urlaub. Hier fehlt nur noch der Strand und jemand, der mich mit Trauben füttert. Aber die Arbeit ruft. Ja. Ich höre sie. Komm. Mal sehen, was die Mail heute sagt. Lügt er oder hat er nur Angst, sich festzulegen? Dear Neve and Cammy. Hi, I'm Ich heiße Diamond, bin 23 und lebe als Insta-Model in Miami, Florida. Seit einem Jahr habe ich Kontakt mit Steve, der ein großer YouTube-Star ist. Big YouTuber. Ein Insta-Model und ein YouTuber gehen in eine Bar. So fangen Witze an. Trinken wir umsonst? Wir posten das auch. Genau. Vor anderthalb Jahren hat er Leute bei Instagram aufgefordert, ihm zu schreiben. Traurig. Als Riesenfan habe ich sofort reagiert und ihm ein Tittenbild geschickt. Er hat nicht direkt darauf geantwortet, aber 6 Monate später fing mein Handy an zu glühen von seinen Messages. Seitdem glühen nicht nur unsere Handys. Er ist super heiß und total männlich, mein absoluter Traumtyp. Wir haben unfassbar geilen Spaß zusammen. Aber blöd ist, dass Steve immer zu viel zu tun hat. Keine Videochats. Und auch wenn er in Florida ist, hat er keine Zeit. Lügt er? Oder ist das tatsächlich nur Steves Bindungsangst, wie er sagt? Hoffentlich helft ihr mir, damit ich ihn endlich live sehen kann. Schreiben wir ihr. Hey Diamond, Neve und Cammy hier. Wir sind zwei super heiße Influencer im Social Web. Lass uns zoomen. Ein Insta-Model und ein YouTuber also. Ja. Und noch nie einen Videochat? Wie wollen denn die beiden das bitte erklären? Ja, das passt nicht. Gar nicht. Sie ist dabei. Schnell in die Selfie-Pose. Ganz Influencer-mäßig. Hey, Diamond. Hallo. Das nenne ich Krallen. Nailcheck. Zeig mal. Sehr stylisch. Danke. Toll. Du bist in Miami, oder? Ja, aber in Ohio geboren. Erzähl mal von dir, in allen Details. Ich bin sehr aktiv auf Instagram und auf TikTok und lebe auch davon. Und deine Popstar-Vorbilder? Vor allem Britney Spears. Ich war auch bei allen Free Britney-Demos ganz vorne dabei. Und bald kommt mein Album raus, das wird ganz toll. Echt? Unter dem Namen EBT Baby. Das ist dein Popstar-Name? Ja. Weil du als Kind von staatlicher Unterstützung leben musstest? Ich bin in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen und jetzt kann ich sagen, seht mal, was ich alles erreicht habe. Der Text meiner ersten Hitsingle dreht sich darum, wie ich es geschafft habe, der Armutsfalle zu entkommen und mir Bildung anzueignen. Immerhin habe ich heute 2 Firmen und manage das alles allein. Wow. Ich versuche, ein Vorbild für alle zu sein, die in total verkackten Verhältnissen aufwachsen. Man kann was aus sich machen. Du bist also wahnsinnig busy, aber du findest trotzdem Zeit, mit Steve zu reden. Ja. Er gehört zu so einer Gruppe von YouTubern. Was für eine Gruppe? Nelk Boys. Die machen so Prank- und Quatsch-Videos. Alles klar, sie haben einen verifizierten YouTube-Account. Über 6 Millionen Abonnenten? Sie sind echte Megastars. Ich fand die Videos schon immer ganz lustig, aber als Steve dazu kam, war das Liebe auf den ersten Blick. Der? Steve will do it. Er ist so sexy. Man erkennt ihn immer an den Muckis. Über 3 Millionen Abonnenten. Ja.
durch die YouTube-Videos. Wir haben so viel gemeinsam. Steve ist mein Seelenverwandter. Irgendwann haben sie mal die Leute aufgefordert, ihnen zu schreiben. Ich habe ein Tittenbild geschickt und gesagt, sie sollen das Steve forwarden. Ist doch klar. Du schickst ein Tittenbild an irgendeine Nummer? Sie hat dazu geschrieben, das ist für Steve. Sowas schickt man nicht über Bande. Wie sollte ich ihn denn sonst erreichen? Als dann keine Antwort kam, dachte ich erst, auch egal. Aber 6 Monate später ging es mit den Textnachrichten von Steve los. Und das waren alles Sprüche, die Steve Will Do It ganz genau so bringen würde. Ich war zuerst ein bisschen skeptisch, aber dann schrieb er mal, flieg grad mit dem Präsidenten. Und ich nur, red keinen Scheiß. Aber als ich bei Insta nachsehe, sitzt er mit Donald Trump im Flugzeug. Und die Nachricht kam an, bevor er das gepostet hat. Aha. Und ich folge Steve ja auf allen Kanälen. Ja. Seine Nachrichten passen total mit den Posts zusammen. Worüber redet ihr? Außer über all seine coolen Aktionen. Er ist eine geile Sau. Aber es geht doch nicht immer nur um Sex. Nein, wir können uns sowieso super unterhalten. Er hat auch viel für meinen Bruder getan. Der war im Gefängnis und Steve hat ihm geschrieben und ihm auch Geld geschickt. Er hat total liebe Sachen gemacht, die er nicht hätte tun müssen. Und welcher Wildfremde würde das schon tun, wenn es nicht Steve Will Do It wäre? Hat er dir was geschickt? Nein, aber er hat mich mal nach Geld gefragt, aber dafür bin ich zu blank. Er hat mir allerdings schon mal sexy Unterwäsche geschickt und Essen hat er mir auch ein paar Mal vorbeigeschickt. Die Klamotten kamen von einer Postfachadresse in Kalifornien. Dann lebt er da? Er lebt in L.A., aber er ist ständig in Miami. Nach seinen Insta-Stories war Steve manchmal nur 5 Minuten von mir weg, aber immer, wenn ich meinte, lass uns mal treffen, kamen irgendwelche Ausreden wegen seiner Arbeit. Komisch ist auch, dass ich ihm immer auf Instagram schreibe, er da aber nicht antworten kann, weil sein Management das nicht will. Dass er privat nicht im Social Web agieren darf, ist Schwachsinn. Steht angeblich in seinem Vertrag. Moment, das erklärt nicht, warum Videochatten mit seinem privaten Handy nicht gehen sollte. Habt ihr mal telefoniert? Vor 2 Wochen habe ich ihm mal richtig Druck gemacht und gesagt, dass ich Catfish verständige. Ich meinte, dass ihr ja die Experten seid und alles über ihn rausfinden werdet. Ihr durchschaut so Lügen und kriegt raus, was wirklich abgeht. Da hat er mich tatsächlich angerufen, so etwa 1/2 Minute. Und es war eindeutig Steve Will Do It's Stimme. Was sagte er? Nur so, hey sexy und sowas, aber das war's auch schon. Angeblich sind seine Kumpels aufgetaucht. Hat Steve jemals Ich liebe dich gesagt? Ich will mit dir zusammen sein? Ständig. Aber wir fetzen uns auch oft. Trotzdem endet das immer in virtuellen Küsschen und Drückern. Worüber? Wegen anderen Frauen. Du siehst bei Insta was und fragst ihn, wer ist das denn? Das macht mich rasend. Und er hat immer irgendeine Ausrede. Das verwirrt mich so. Ich bin völlig hin und her gerissen. Abgesehen davon, ob Steve echt ist oder nicht, wäre dieses Verhalten nicht Grund genug für dich, die ganze Geschichte sowieso lieber zu vergessen? Ich weiß nicht. Ich stehe irgendwie auf Arschlöcher, insofern... Eure Unterhaltungen werden durchaus sehr spritzig. Ich schicke ihm ständig Pics. Hol mal dein Handy. Ich will die... Aber ohne Bilder. Ich teile mal den Bildschirm. Gut. Die Chats sind meistens ganz soft. Wie ist das Haus deiner Eltern? Super, ich liebe deine Eltern. Und dann... Wegen solcher Bilder hast du Bedenken? Es gibt andere. Okay. Das hier. Das hat's mir echt besorgt. Warum fährt dieser Mensch untenrum splitternackt Auto? Keine Ahnung. Trägt er die immer auf den Knöcheln? Deine Antwort ist cool. Käme noch besser in einem Tesla. Es ist nur ein Olaf Ford. Das Bild ist total peinlich. Unglaublich. Du lebst in Miami, da sollte was gehen für dich. Hattest du Dates, seit du mit Steve redest? Ich bin emotional nicht bereit für eine intime Beziehung mit irgendjemand anders. Das macht mich voll fertig, weil ich gern den Mann fürs Leben finden und mit dem eine Zukunft bauen würde. Ich dachte jetzt auch, ich hätte ihn in Steve gefunden. Aber eigentlich weiß ich überhaupt nicht, mit wem ich da rede. Ist es jemand aus seinem Team, der so gut über ihn Bescheid weiß? Ist er es selbst? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt glaube ich nicht wirklich, dass es Steve ist.
Folgender Vorschlag. Steve hat einen verifizierten Instagram-Account. Und wir auch. Das wäre vielleicht ein geeigneter Weg, um mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wärst du damit einverstanden? Sehr gern. Auf dem Level reagiert er wahrscheinlich. Schick uns eine Mail mit allen Infos und wir recherchieren. Vielen Dank. Bis bald. Ciao, EBT-Baby. Man kann sich Millionen Geschichten vorstellen, in denen das nicht Steve ist. Aber dem widersprechen einige interessante Tatsachen. Sie bekommt Insider-Infos, bevor sie gepostet werden. Die Nummer, die Diamond hat, wurde von den Nerd Boys selbst rausgegeben. Das alles führt direkt zu Steve. Könnte das also alles eine monatelange Vorbereitung für ein Mega-Prank-Video sein? Es ist mindestens jemand aus Steves Umfeld. Da ist Diamond. Sie macht als Influencerin Karriere, entdeckt den Kanal der Nerd Boys für sich und verguckt sich sofort in Steve Will Do It. Natürlich folgt sie ihm überall im Social Web und schätzt ihn dadurch immer mehr. Also versucht sie, sein Interesse zu wecken. Mit Tittenbildern. Keine Reaktion. Aber ein paar Monate später bekommt sie Textnachrichten über eine neue Nummer, angeblich von Steve. Ihr Chat wird ziemlich schnell sehr intim, aber wirklich telefoniert hat sie mit ihm nur einmal ganz kurz. Trotzdem haben sie jetzt seit einem Jahr Kontakt. Es gibt eindeutige Anzeichen, dass es entweder Steve selbst oder jemand aus seinem direkten Umfeld ist. Denn er schreibt ihr Dinge, wie das mit dem Präsidentenflugzeug, bevor das gepostet wird. Woher weiß er das? Dass diese Person hier Echtzeitübereinstimmungen mit den realen Aktivitäten von Steve erzeugen kann, bedeutet, dass es jemand aus seinem Team sein muss. Ja. Mal sehen. Hier ist auch schon die Mail von Diamond mit den Infos. Eine sehr schön strukturierte Mail. Das sind seine Accounts. Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch. Das hier ist die erste Nummer, unter der ich Steve geschrieben habe. Los Angeles. Ja. Die aktuelle Nummer ist diese hier. In den ersten Wochen hatte er noch ein iPhone mit dieser Nummer. Schräg. Das ist in Florida. Ein paar Screenshots hänge ich an. Da ist ein Bild von ihm dabei. Im Auto. In einem Tesla. Das Logo da oben. Eindeutig. Ja, du hast recht. Und dann schreibt er, ups, falsche Richtung. Und dann macht er plötzlich in einem Ford einen Schwanzpick. Das ist irgendein Schwanz, bestimmt von Google. Den Schwanz suchen wir. Such den Schwanz. Schwanzsucher läuft. Kein Treffer für dieses Bild. Aber die Kontaktaufnahme mit Steve sollte etwas besser laufen. Ich mache seine Seite auf und dann schreiben wir ihm. Let's message this guy. Hey Steve. Nief hier, brauche deine Hilfe bei einem Catfish-Fall. Bitte melde dich so bald wie möglich. Danke. Und schon weg. Mich würde interessieren, ob sie einen Manager für ihre Social-Web-Aktivitäten haben. Dann google ich Steve Will Do It mal. Da ist er, Steven DeLeonardis, als amerikanischer YouTuber und Entertainer bekannt. Gemanagt von John Shahidi. Den kenne ich. Woher? Vor ein paar Jahren mal getroffen. Ruf ihn an! Ich schreibe ihm lieber. Ich liebe Networking. Ich habe ihm erklärt, worum es geht. Hoffentlich meldet er sich. Wollen wir mal die Nummern checken? Ja. Zuerst die aktuelle. Bandwidth.com. Ein internetbasierter Messaging-Dienst also. Jetzt die Nummer, über die sich Steve zuerst gemeldet hat. Die aus Florida. Miles. Let's go to Diamond's Instagram. Ich öffne mal Diamond's Insta-Profil, dann suchen wir da nach Miles unter ihren Abonnenten. Search for Miles. Nichts. Aber dieser Miles ist auf jeden Fall eine heiße Spur. Mal sehen, was Facebook sagt. Ein paar Treffer gibt es, aber uns fehlt ein direkter Zusammenhang. Denk an Cash App. Das vergesse ich jedes Mal. Nummer eingeben. Oh, shit. Heather Grayson. Wer ist das? Von der Nummer kam die erste Nachricht. Ob Diamond mit ihr auf Insta befreundet ist? Oh! Sie folgt ihr! Und folgt Heather ihr?
Smoking Six, does she follow? Folgt sie Smoking Six, wie sich Diamond da nennt? Ja. Sie kennen sich also. They know each other. Wait a minute. Moment mal, die kenne ich. Die ist auf TikTok sehr berühmt. Bei Linktree steht das nicht. Doch, Heather X. Grayson, da ist sie. Oh shit. What? Ist nicht wahr. Und irre viele Follower und Videos. Eben. Okay. Was hat die mit Diamond am Laufen? Ja, das ist die Frage. Vielleicht will da jemand seinen Fame künstlich pushen. Das sind insgesamt zu viele Zufälle, die auf Heather hindeuten. Wir sollten sie kontaktieren. Und mein Bauchgefühl sagt, ihre Nummer könnte sehr gut auf ihren Deadname laufen. Laut ihrer Bio ist sie ja trans. Echt? Ja. Vielleicht läuft die Nummer also auf ihren alten Vornamen oder den Namen ihres Vaters oder so. Wie war der noch? Eindeutig ein männlicher Vorname. Dann rufe ich die Nummer jetzt an. Anders kommen wir sowieso nicht weiter. Hey. Hallo, hier ist Nee von der Sendung Catfish. Heather, richtig? Is this Heather? Ja, ich bin Heather. Hallo. Wir arbeiten gerade an einem Fall. Kennst du eine Frau, die Diamond oder EBT Baby heißt? EBT Baby? Ich kenne sie nur um ein paar Ecken, also nicht wirklich gut. Aber auf Insta folgst du ihr. Ja, wir kennen uns durch gemeinsame Freunde und waren auch schon zusammen feiern. Wow. Spannend. Okay. Because here's what's up. So she. Es geht um Folgendes. Diamond hat sich an Catfish gewandt, weil sie schon seit über einem Jahr sehr ernsthaft mit einem Mann chattet, dessen erste Handynummer, mit der er sie ursprünglich mal kontaktiert hatte, bei Cash App zu deinem Namen führt. Came back to you. So reden wir nicht. Ich habe nicht mal ihre Nummer. Okay, so I'm just trying to then maybe. Verstehe. Aber vielleicht kannst du uns helfen, die Geschichte zu begreifen. Warum sollte Diamond uns deine Nummer geben und erzählen, dass ihr über die anfänglich mal getextet hättet? Habt ihr beide irgendwie Beef? Gäbe es sonst irgendeinen Grund für sie, warum sie dir Stress machen würde? Nein, ich habe ihre Nummer nicht. Ich weiß nicht, was da abgeht. Kennst du vielleicht die Nelk Boys? Die kenne ich nicht. Oder jemanden, der für sie arbeitet oder gut mit ihnen befreundet ist? Nein. Übrigens ist die Nummer beim Provider auf einen Miles eingetragen. Das ist mein Deadname. Ich bin trans und habe ihn noch nicht offiziell ändern lassen. Aber niemand nennt mich so. Ja. Verstehe. Dachten wir uns schon. Tut mir leid, aber mehr weiß ich nicht. Und du schwörst, dass du uns nicht anlügst und kreuzt dabei auch nicht die Finger hinterm Rücken? Ehrenwort. Keine der Nachrichten war von mir. Alles klar. Wenn du noch irgendwas hörst, sag uns bitte unbedingt Bescheid. Gut. Ciao, Heather. Danke. Bye. Glaubst du's? Ja. Ich würde gern. Ja. Aber es gibt so eindeutige Zusammenhänge. Wenn Heather die Nummer aus alten Zeiten hat, wo sie noch als Miles unterwegs war und die Wahrheit sagt und Diamond vor einem Jahr nicht angeschrieben hat, dann muss uns Diamond anlügen. We now have to assume that Diamond's lying to us. Oh man. Werden wir hier verarscht? Halten die uns für blöd? Oh, der Manager von Steve. Yo, Johnny. Danke, dass du anrufst. Wie geht's? Gut, das ist Kyle. Von den Nelk Boys, ja? Ja. Cool, so here's what's up. Folgendes. Wir arbeiten an einem Catfish-Fall. Eine Frau namens Diamond, die ein großer Nelk Boys-Fan ist, glaubt seit über einem Jahr mit Steve Kontakt zu haben. Könnte das eventuell ein ewig lang vorbereiteter Mega-Prank sein? Ich wünschte, wir hätten sowas am Start, aber nein. Right. And does anybody have access? Und hat jemand zu den Messages, die ihr bekommt, Zugang und könnte darauf reagieren? Respond? Nein. Hat Steve eine Freundin? Nicht mehr. Okay. You guys have never heard of a girl. Und Diamond oder EBT Baby kennt ihr nicht? Nein. Okay. I mean, obviously we would. Wir würden natürlich gern mit Steve persönlich sprechen. Vielleicht könntet ihr einen kurzen Videocall mit ihm arrangieren, wenn ihr ihn das nächste Mal seht. Das wäre super. Kein Ding. Es wäre sicher wichtig für sie, wenn Steve ihr das selbst sagt. Klar. Super. Macht's gut. Ciao. Ciao. Wow. Das muss ich Cammy schreiben. Ach nee, gleich richtig mit Bild.
Halt dich fest. Ich habe einen Videocall von Johnny bekommen, dem Manager von Steve. Der saß da mit Kyle, einem von den Nelk Boys. Und als ich ihnen erklärt habe, worum es geht, haben die beiden etwas gelacht und gemeint, dass Diamond höchstwahrscheinlich nicht mit Steve Kontakt hat. Was wir uns ja auch bereits gedacht hatten. Dann habe ich sie gefragt, ob sie vielleicht mit Steve reden könnten, dass er persönlich bestätigt, nichts mit Diamond am Laufen zu haben. Und das wollten sie arrangieren. Jetzt hatte Diamond selbst ja schon Bedenken, aber das wird sie trotzdem schwer treffen. Wir müssen die Person finden, die dahinter steckt. Und stellen. Ja. Morgen, was heute wohl passiert? Endlich. Da bin ich. Bravo. Warum? Du kommst etwas zu spät, aber halb so wild. Zum Glück ist ja gestern überhaupt nichts mehr passiert. Nicht? Als ich gerade ins Bett gehen wollte, hat Diamond mehrfach versucht, mich zu erreichen. Ich habe das nicht gleich gesehen. Und als ich sie endlich zurückrief, erzählt sie mir, dass Johnny und Kyle nach unserem Gespräch gestern offenbar Steve mitgeteilt haben, dass Catfish mit ihm reden will. Woher weiß sie das? Er ist online gegangen und hat gesagt, ach, am besten, ich zeig dir das Video. Halt dich fest. Mein Manager hat mich angerufen und fragte so, kennst du die Sendung Catfish? Und ich so, klar kenne ich die. Die haben da so einen Fall, wo ein Mädel total in dich verliebt ist und denkt, die wäre seit einem Jahr mit dir zusammen. Irgend so ein Typ, der auf Steve Will Do It macht. Dieser Typ muss sich unbedingt bei mir melden. Dann catfischen wir gleich mal 1 Million Leute. Okay. Jetzt werde ich sauer. Diese Kids haben wohl noch nie eine ordentliche Tracht Prügel gekriegt. Ich glaube, der lebt nur in seiner Prankster-Welt und denkt überhaupt nicht daran, wie sehr das Menschen verletzen kann. Aber zumindest wissen wir jetzt, dass er es nicht ist. Und nachdem ich Diamond etwas beruhigt hatte... Wie geht's ihr? Sie war natürlich total fertig. Auch wenn sie schon den Verdacht hatte, dass es vielleicht nicht Steve sein könnte. Diese Ansage ist wirklich ein Schlag ins Gesicht. Sie hat sich aber beruhigt und sie meint auch, dass es wichtig ist, herauszufinden, mit wem sie da geredet hat und was es mit dieser Heather auf sich hat. Denn die Nummer führt nun mal zu ihr. All das sollten wir mit Diamond besprechen, bevor die ganze Geschichte noch unangenehmer wird. Ich schreibe ihr. Hey, Girl. Hey, Diamond. I can't tell you. Wie ich sehe, bist du heute nicht mehr ganz so gut drauf. Enthusiastic today. Gestern Abend war ich sehr verzweifelt. Ich war wirklich schockiert von seinem Video. Denn mit sowas hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Jetzt weiß ich ganz sicher, dass ich nicht mit Steve Kontakt hatte. Das hat mich total aus der Bahn geworfen. Ich habe nur noch geheult. Aber vor allem auch, weil ich nicht weiß, wer es dann war. Ja. Der Steve, mit dem du textest, hat nichts von diesem Video erwähnt? Nein. Und auf meine Nachricht gestern hat er nicht geantwortet. Tja, dann jetzt zu den anderen Fragezeichen, die wir entdeckt haben. Bei unserer Recherche haben wir Folgendes festgestellt, als wir die Handynummer gecheckt haben, von der du damals die allererste Nachricht bekommen hast. Sie ist eingetragen auf einen Miles... Kennst du den? Nein. Okay, so we put it into Cash App. Wir haben die Nummer bei Cash App eingegeben. Der Account gehört einer Heather Grayson. Und ihr beide folgt euch bei Instagram. Woher kennst du sie? How do you know Heather? Vom Feiern. Okay, well, we found out. Dann kam raus, dass Miles der Deadname von Heather ist. Diesen Vornamen aus der Zeit vor ihrer Transition werden wir jetzt natürlich nicht mehr verwenden. Call Heather. Ruft Heather an. Haben wir. And we spoke to her yesterday. Wir haben gestern mit ihr gesprochen und sie hat uns gesagt, dass sie dich zwar kennt, aber nur flüchtig. Wie du auch sagst, wart ihr nur mal zusammen auf Partys. Die Nummer hat sie schon lange und sie kann sich nicht erklären, warum du die kennen solltest. Das war sehr verwirrend, weil es so überhaupt nicht zusammenpasst, dass da keine Verbindung bestehen soll. Ihre Nummer aber bei Cash App und der Telefonnummernsuche auftaucht und ihr euch auch noch kennt. Wir waren jetzt nie so dicke. Der Kontakt kam durch meinen ehemaligen Stylisten White Plastic. Und dann war Heather auch bei meinen Free Britney-Aktionen dabei. Es gab keinen Stress und ich war immer total nett zu ihr. Sagt sie auch. Kann es sein, dass sie von deinem starken Interesse an Steve erfahren hat? Ich erzähl doch keinem, ich liebe Steve Will Do It.
Gegenwärtig sehen wir hier zwei Möglichkeiten. A, du hast ja schon mit Heather zu tun gehabt. Vielleicht hat sie ja doch mitbekommen, dass du auf Steve abfährst. Und da ist sie auf die Idee gekommen, dich damit zu pranken und lustigen TikTok-Content zu produzieren. Wer weiß. Oder es ist vielleicht Möglichkeit B. Das Ganze ist deine Idee, um mit so einer witzigen Geschichte in die Sendung zu kommen. Make a fun story, get on the show and... No, I have way too... Nein, ich habe viel zu viel zu verlieren. Ich brauche Hilfe und will doch nicht wie das letzte Arschloch dastehen. Sorry, aber eure Sendung ist das schlechteste Sprungbrett für eine TV-Karriere ever. Unschönerweise ist das aber schon passiert. Leute haben uns belogen. Diese Option müssen wir also immer mitdenken. Und als wir gesehen haben, dass ihr beide euch kennt, wollten wir natürlich wissen, wie die Verbindung zu Heather ist. Ich glaube nicht, dass Heather smart genug für sowas ist. Und sie weiß sicher nicht mal, wer er ist. Wäre es möglich, dass Heather auf dich steht? Glaube ich nicht. Datet sie Männer oder Frauen? Keine Ahnung, aber ich will nur echte Schwänze. Dennoch sieht es jetzt so aus, als wäre Heather dein Steve. Stimmt. Und wenn sie es nicht ist, muss sie... Was wissen? Ich schreibe ihr gleich mal. Hey, würden gern noch mal mit dir und Diamond reden. Können wir nicht zoomen? Das wäre toll. Super. So, jetzt müssen wir abwarten, ob sie auftaucht. Ich habe mal euren gemeinsamen Bekannten, den Stylisten White Plastic, gesucht. Und er folgt Steve. Sieh an. Wusstest du das? Nein. Schreiben wir ihm? Ich sehe ihn andauernd. Er ist mit meinem Mitbewohner Mark befreundet. Der macht sowas nicht. Was könnte jemanden veranlassen, mir Essen und Geschenke zu schicken? Warum sollten White Plastic und Heather da ihr Geld für raushauen? Was hätten sie davon? Ich weiß nicht. Ich habe genug von diesen irren Spekulationen. Ich will an den Fake-Steve ran und dann ist Schluss damit. Dann schreiben wir Steve, oder besser Fake-Steve. Hey Steve, wir möchten Diamond helfen, dich endlich zu treffen. Wir zoomen gerade, wäre schön, wenn du dazukommen könntest. Und den Link dazu. Wie geht es dir? Ein Jahr lang verarscht zu werden, ist ganz schön schräg. Er schreibt, ich habe auf dieses Gespräch gewartet. Dann komm rein. Ich habe darauf gewartet? Okay, whoever it is. Die Person möchte sich jetzt offenbar zu erkennen geben. Mir platzt der Kopf. Es ist dramatisch. Ich schreibe ihm, gut, komm rein. Ich glaube, das wird gleich ziemlich gaga. Na endlich. Wie bitte? Schwachsinn. Ich glaube, das wird gleich ziemlich gaga. Na endlich. Wie bitte? Schwachsinn. Hi Neve, hi Cammy, hi Diamond. Wer bist du? Vincent, online heiße ich White Plastic. Hi, Vincent. Was sollte das? Listen. Pass auf, ich bin genauso sauer wie du. Sauer weswegen? Ich war immer nett zu dir. Ich hab dir nichts getan. Gar nichts. Darf ich jetzt? Dann mach. Danke. So, I'm at Diamond. Ich habe Diamond vor etwa 2 Jahren kennengelernt. Ich war ihr Stylist und sagen wir mal so, ich weiß ja nicht, ob Miss Diamond hier zu euch immer nett war, aber sie ist einfach nicht ganz die, die sie zu sein vorgibt. Ich hatte so 1,5 Monate was mit einem Mann, als mir Diamonds Mitbewohner Mark erzählt, dass Diamond mit dem Kerl geschlafen hat. Welcher Typ war das? Kennst du noch? Ich kenne. Da kommt schon die andere Diamond. Sie weiß genau, was da gelaufen ist. Gar nichts. Da war ich sauer. Hör auf mit diesem Schwachsinn und halt endlich deine Fresse. Ich würde nie im Leben mit jemandem ficken, der dich mal angefasst hat. Also nicht mal in einem Albtraum. Du willst mich beleidigen? Nein, ich bin nur ehrlich. Ach so. Moment. Du weißt, von wem die Rede ist? Na klar, das ist so bescheuert. Und es ist nichts passiert zwischen dir und... Da lief nichts Sexuelles zwischen mir und ihm. Kein Geknutsche, kein Geflirte, kein gar nichts. Vielleicht hat er dich abblitzen lassen und du willst mir die Schuld dafür zuschieben. Da lief gar nichts.
Und warum sollte mir Mark sowas erzählen? Vielleicht wollte er dich verarschen. Klar. Ist Mark gerade bei dir? Bei einem Freund. Okay. Das ist so ein Wahnsinn. Und ich will vor allem wissen, warum Heather mit in der Sache drin steckt. Ich habe Heathers Handy benutzt, weil sie noch ein anderes hat und meins war zu der Zeit kaputt. Und damit habe ich die Racheaktion gegen Diamond erstmal gestartet. Ich wusste ja, wie besessen sie von diesem Steve will do it ist. Das hat sie ja in ihren Stories gepostet und allen Freunden erzählt. Halt mal, dann wusste Heather die ganze Zeit, dass du Steve bist? Nein. Gestern Abend ruft mich Heather an, ist total sauer und meint, dieser Neve von Catfish hat mich angerufen, meine Nummer taucht in einem Fall auf und ich habe mein Handy ja nur dir geliehen. Was soll die Scheiße? Sie wollte euch sofort danach anrufen, aber ich habe sie beruhigt, dass ich euch alles erzählen werde. Während des letzten Jahres, wie zumindest Diamond uns gegenüber das dargestellt hat, war Plastic alias Steve recht spendabel und hat ihr diverse Geschenke gemacht. Das verstehen wir nicht, denn wenn du dich unbedingt an Diamond rächen willst, warum bist du dann gleichzeitig anscheinend so großzügig und nett zu ihr? Ich musste es irgendwie glaubwürdig machen, dass ich tatsächlich Steve bin. Der ist ja sehr berühmt und reich. Und da ich nicht mit ihr telefonieren konnte, musste ich mir was einfallen lassen, damit das Ganze realistisch wirkt. Und dieses Paket aus Kalifornien? Das hat ein Freund in Los Angeles, mit dem ich damals gut konnte, für mich erledigt. Ich habe ihn gefragt, ob er zu den Sachen nicht einen kleinen Zettel beilegen und das aus Kalifornien für mich abschicken könnte. Was ist mit dem Anruf, wo definitiv Steve zu hören war? Wer war das? Das war ein Video bei YouTube. Aus dem habe ich ein paar Sätze von Steve abgespielt und dann aufgelegt. Ich fasse es nicht. Laut Diamond hat Steve, von dem wir jetzt wissen, dass du das warst, ihr Dinge von dem echten Steve Will Do It erzählt, die in Diamonds Augen eigentlich nur er selbst überhaupt wissen konnte. Woher hattest du die Infos? Ich habe die Social-Web-Aktivitäten von Steve und auch den Nelk Boys extrem genau verfolgt und ihre Posts gesehen, wenn sie hochgeladen waren. Und früh war am Diamond vorgesetzt. Eine Menge Arbeit, all diesen Accounts so akribisch zu folgen. Ja, das war sehr anstrengend, aber ich bin gerne Steve gewesen. Es war genial, wenn ich gesehen habe, wie du mit diesem Typen abkumpelst und auf ihn abfährst, nachdem du mir den Mann so brutal weggeschnappt hast. Du bist ein verschissener Psychopath! Ja, schrei nur. Du bist krank, wenn du das so lange machst. Du hast den mega Schaden. Wann wolltest du Diamond das sagen? Also ohne Catfish hätte ich sie wahrscheinlich geghostet und sie hätte es nie erfahren. Aber weiter in ihrer Nähe sein mit so negativen Gefühlen? Höchstwahrscheinlich ja. Diamond macht ja businesstechnisch sehr aussichtsreiche Sachen, von denen hätte ich sehr gut profitieren können. Dafür wäre Ghosten besser gewesen. Das bringt ja jetzt ganz viele Klicks und Views, also bitte sehr gern geschehen. Und ich finde es wirklich ganz toll, Diamond. Ich liebe es. Mit Vergnügen. Nein, mir war es ein Vergnügen. Halt die Fresse. Fuck you. Hold on a second. Einen Moment bitte. Wir reden kurz mit Diamond allein, um danach dann gemeinsam eine Form von Abschluss hierfür zu finden. Resolution. Okay. Das war heftig. Ich habe das Gefühl, es gibt noch einen Grund, mit dem er nicht rausrückt. Es kann einfach nicht sein, dass es wegen diesem Typen ist. Der spielt doch überhaupt keine Rolle in meinem Leben. Das war eine echt krasse Anschuldigung von ihm. Warum sagt Mark, du hättest mit ihm geschlafen? Keine Ahnung. Wir sollten ihn fragen. Ich schreibe ihm. Vielleicht ist er bereit zu zoomen. Wir müssen das klären. Ist schon da. Jemand erzählt Lügen über dich und das ist echt daneben. Warum sollte Mark sagen, du hattest Sex mit? Keine Ahnung. Jemand erzählt Lügen über dich und hol Mark auf Zoom, das ist echt daneben. Ist schon da. Er muss nur eine einfache Frage beantworten. Hoffentlich hat er keine Leichen im Keller. Hallo Mark. Hallo, wie geht's euch? Danke, gut. Es geht darum, dass Diamond gecatfished worden ist. Sie hat das ganze letzte Jahr mit White Plastic als Steve Will Do It gechattet. Wahnsinn.
Wir versuchen jetzt, die Hintergründe zu klären. Offenbar hatte Plastic was mit einem gewissen... Das war vor über einem Jahr. Und du sollst Plastic damals gesagt haben, Diamond hätte Sex gehabt mit... Ich möchte erstmal feststellen, dass Plastic völlig gestört ist. Ich weiß nicht, wovon dieser Mensch redet. Und ich weiß auch nicht, warum er Diamond so verarschen sollte. Sein Motiv war, sich an Diamond zu rächen, weil sie, wie du ihm gesagt hättest, mit dem Typen, den er haben wollte, geschlafen hat. Das ist also frei erfunden? Eine absolute Lüge. Sowas würde ich nie im Leben sagen. Das ist krank. Warum sagt Plastic das? Es ist total drüber. Unfassbar, was Diamond da passiert ist. Ich habe ihm nie was getan, außer ab und zu mal auszuhelfen, wenn er gerade pleite war. Vielleicht will er in die Medien kommen. Wollen wir Plastic dazu holen, um die Sache endgültig zu klären? Wenn das für Mark okay ist. Holt ihn rein. Ich würde gern wissen, warum er sowas erzählt. Dann bekommt er jetzt eine letzte Chance, die Wahrheit zu sagen. Lasst uns das bitte gechillt zu Ende bringen, damit man nicht mehr als nötig davon mitnimmt. Gut. Ja. Es geht los. Hey. Hi. So, I hope you don't mind. In an effort to ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass wir Mark dazugeholt haben. Wir würden gern alle Beteiligten auf denselben Stand bringen und verstehen, was wirklich passiert ist und was nicht. Und wir denken, dazu ist es das Beste, wenn alle direkt an diesem Gespräch teilnehmen. Also, ich habe niemals zu dir so etwas gesagt über... Ich verstehe nicht, was das soll. Es war doch alles okay zwischen uns. Dachte ich auch. Und warum lügst du hier jetzt rum? Kannst du denn Diamond so lange catfischen? Weil du mir gesagt hast, dass sie meinen Freund gefickt hat. Das stimmt nicht. Oh doch. Sei bloß still, Diamond. Du hattest nie Sex mit ihm. Das war nicht dein Freund. Gib's doch auf und sag mir den wahren Grund. Aber du hattest Sex mit ihm. Hatte ich nicht. Das hatte sie nicht. Warum erzählst du es dann? Hab ich nie. Sei doch still, Mann. Das hat ja keinen Zweck mit dir. Mir reicht's. Fuck you. Tja, Mark ist raus. Ich hatte gehofft, dass wir durch seine Teilnahme einer Lösung näher kommen, aber leider ist die Situation nur eskaliert. Wir sollten uns jetzt beruhigen. Du musst mir den wahren Grund dafür nennen. Hast du das alles einfach nur witzig gefunden? Dann sag es. Ich fand es zum Schreien komisch und das weißt du auch, weil es einfach zum Schreien komisch war. Und den wahren Grund dahinter kennst du, aber wir drehen uns hier im Kreis. Es hat keinen Sinn. Mir reicht's. Unser Standpunkt hier ist folgender. Ihr lebt in derselben Stadt und das Ganze darf nicht völlig explodieren und euch beiden in der Zukunft weiter Probleme bereiten. Ich möchte absolut klarstellen, dass sich eure Lebenswege besser nicht mehr kreuzen sollten. Ihr solltet das jetzt beide final hinter euch lassen. Aber es gibt auch eine Sache, in der wir uns alle einig sind. Free Britney. Ja. Free Britney. Demo heute Abend und du bist nicht dabei. Klar bin ich dabei. Gut, dann seht ihr euch heute Abend also. Könntet ihr beide euch dann so verhalten, dass... Sprich mich nicht an. Ich werde so tun, als wärst du nicht da. Wir machen das wegen Britney. Ich gehe nicht wegen dir dahin. Ganz genau. Na, dann ist ja alles klar. Das klingt doch sehr gut. Wir sollten uns da auf ganz klare Grenzen einigen, damit ihr dann keinen Blödsinn macht, falls ihr doch aufeinander trefft. Sehr gut. Ich werde dich nicht beachten. Okay, Plastic. Hat mich gefreut. Viel Glück weiterhin. Danke. Bye, Plastic. Bye, Gary. Diamond. So ein Horror. I wish we could have come to a more peaceful resolution. Ich wünschte, das Ganze hätte ein friedlicheres Ende gehabt, aber immerhin weißt du jetzt, mit wem du Kontakt hattest und mit wem du nicht Kontakt hattest. Ich hoffe sehr, dass der Mensch, in den du dich als nächstes verliebst, dich mit Respekt behandelt und auch so mit dir sprechen wird. Mit Steve Will Do It bin ich durch. Dann können wir jetzt gehen. Ja, und das Gute ist, dass du dem nicht mehr hinterherläufst. Free Diamond, free Britney. Ich bin wahnsinnig erleichtert. Ich danke euch. Sehr gerne. Ihr seid echt toll. Du auch. Mach's gut. Noch Monate später hängt Diamond diese Geschichte nach. Sie verarbeitet ihren Liebeskummer, indem sie sich auf ihre Musik konzentriert. Vincent hält seine Catfish-Aktion immer noch für richtig, auch wenn die offenbar keinen Grund hatte. Er kommt in Zukunft gern ohne Diamonds Geschäftskontakte aus. Diamond und Vincent sind sich bei der Free Britney-Demo freundlich begegnet und sich zumindest bei diesem Thema einig.